Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Wahlprogrammpunkt der Neustadtpiraten, Fahrradbügel. Fahrradbügel sind en vogue, allerdings sie werden auch massiv politisch verhindert. Insbesondere Fahrradbügel da, wo heute Autoparkplätze sind. Das ist allerdings ein bisschen gemein. Wir haben uns vielleicht alle daran gewöhnt, dass das Auto möglichst nah da steht, wo man gerne hin möchte. Aber das ist in der Neustadt einfach unrealistisch. Hier sind einfach viel zu viele Menschen auf viel zu wenig Raum. Und warum zur Hölle soll das Auto quasi überall parken dürfen, aber nicht das Fahrrad? Und warum zur Hölle sollen Radbügel auf Gehwege abgestellt werden, wo die schmalen Gehwege noch schmaler werden und der Kinderwagen nicht mehr dran vorbeikommt? Deswegen fordern die Neustadtpiraten, dass von jeder Quelle und jedem Ziel, also jeder Haustür und jeder Ladentür, innerhalb von 50 Metern eine ausreichende Anzahl an Radbügeln aufgestellt wird. Das ist keine radikale Forderung. Das ist die logische Konsequenz aus einer sehr verdichteten Innenstadtlage, wie die Neustadt sie ist. Und das ist die logische Konsequenz, wenn wir Radverkehr wirklich fördern wollen.